Tja, mitten am Sonntag werden wir über das Fleischessen belehrt. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist in der Lesung. Es ging um Fleisch. Ich brauche auch mal von euch ein Stimmungsbild. Ich erlaube mir mal die Frage, ich weiß, viele von euch haben vielleicht gerade erst gefrühstückt, aber ich frage einfach mal rum, wer von euch kann auf einen guten Rinderbraten oder ein saftiges Steak einfach nicht verzichten? Gerne mal die Hand hoch. Wer kann da nicht drauf oder möchte da nicht drauf verzichten? Sehr gut. Und wer von euch braucht jetzt nicht unbedingt jede Woche Fleisch oder denkt sich, eigentlich kann man auch ganz darauf verzichten? Okay, eine Frage dazu auch noch, die so ein bisschen beides zusammenfasst. Wer von euch ist es leid, mit anderen Diskussionen über das Pro und Contra unseres Fleischkonsums zu führen? Wer ist es leid? Okay, also ungefähr hält sich die Waage. Ihr fragt euch vielleicht auch, was das Thema damit zu tun hat, mit diesem Gedanken, wir brauchen einander. Also ich finde es schon spannend, dass die ersten Christen auch über Fleischkonsum diskutiert haben. Ihr habt es in der Lesung schon gehört. Sie haben gefragt, welches Fleisch darf man essen? Ist es gut? Ist es schlecht? Wie gehen wir damit um? Und sie fragen auch nach den Umständen, unter denen man Fleisch essen kann und darf. Und der Apostel Paulus schreibt ein paar Verse vor dem, was wir schon gehört haben, dazu an die Gemeinde in Korinth. Und ihr könnt gerne mitlesen. Nun zur nächsten Frage. Was ist von dem Fleisch von Tieren zu halten, die als Opfer für Götzen geschlachtet worden sind? Grundsätzlich ist es schon richtig. Wir alle haben Erkenntnis. Aber Erkenntnis allein macht überheblich. Nur Liebe baut die Gemeinde auf. Wer meint, etwas erkannt zu haben, hat noch lange nicht erkannt, worauf es bei der Erkenntnis ankommt. Wer aber Gott liebt, ist von ihm erkannt. Und so hat er die richtige Erkenntnis. Was also das Essen von Opferfleisch betrifft, es ist ganz richtig, was ihr sagt. Es gibt überhaupt keine Götzen und es gibt keinen Gott, außer dem einen. Denn wenn es auch sogenannte Götter im Himmel gibt und auf der Erde, es gibt ja schließlich unzählige sogenannte Götter und unzählige Herren, so gilt doch für uns das Bekenntnis, einer ist Gott, der Vater, von dem alles kommt und zu dem wir hin unterwegs sind. Und einer ist der Herr, Jesus Christus, durch den alles geschaffen ist und durch den wir das neue Leben erhalten. Aber nicht alle haben diese Erkenntnis sich schon ganz zu eigen gemacht. Manche sind aus Gewohnheit noch in alten Vorstellungen befangen. Wenn sie Opferfleisch essen, tun sie es in der Meinung, dass sie damit tatsächlich den Götzen anerkennen, dem das Opfer dargebracht wurde. Darum belastet es ihr schwaches Gewissen. Nun liegt es auf keinen Fall an einem Nahrungsmittel, wie wir vor Gott dastehen. Wenn wir Bedenken haben, davon zu essen, sind wir vor Gott nicht weniger wert. Und wenn wir davon essen, sind wir vor ihm nicht mehr wert. Gebt aber Acht, dass nicht die Freiheit, die euer Verhalten bestimmt, die Schwachen in der Gemeinde zu Fall bringt. Angenommen, du hast die Erkenntnis und nimmst im Tempel eines Götzen an einem Opfermahl teil. Dort sieht dich jemand, der sich diese Erkenntnis noch nicht zu eigen gemacht hat. Wird das diesen Schwachen nicht ermutigen, gegen die Überzeugung seines Gewissens von diesem Fleisch, von dem Opferfleisch zu essen? Der Schwache geht also durch deine Erkenntnis zugrunde. Dabei ist er doch dein Bruder, für den Christus gestorben ist. Und ich ergänze auch deine Schwester. Ihr versündigt euch an Christus, wenn ihr euch so an euren Brüdern und Schwestern versündigt und ihr schwaches Gewissen misshandelt. Wenn ein Nahrungsmittel dazu führt,
dass jemand in der Gemeinde schuldig wird, sagt Paulus, will ich nie mehr Fleisch essen, in Ewigkeit nicht. Denn ich will nicht, dass mein Bruder oder meine Schwester verloren geht. Ich habe mir mal so scherzhaft überlegt, das kann doch ein toller Vers, Bibelvers für das Jahr 2021 werden. Oder das wäre doch zeitgemäß, wenn 2021 die Jahreslosung ist, Paulus sagt, ich will nie mehr Fleisch essen, in Ewigkeit nicht. Steht in der Bibel. Steht hier so. Gut, ich gebe zu, das ist ein bisschen zu weit hergeholt. Hier wird ja nicht direkt die Frage beantwortet, ob es Christen überhaupt erlaubt ist, allgemein Fleisch zu essen oder ob es für eine Christin besser ist, kein Fleisch zu essen. Um diese Frage geht es ja nicht. Es geht hier ja nicht um Klimaschutz oder Massentierhaltung und auch nicht um körperliche Gesundheit. Aber es gibt andere Stellen in der Bibel. Im Paradies zum Beispiel, da hatten Adam und Eva nur Früchte zu essen. Da wurde nichts geschlachtet. Und ein Bild im Jesaja-Buch ist auch sehr aussagekräftig. In der neuen Welt, die Gott schaffen will, da liegt der Löwe neben dem Schaf und frisst Gras. Also wenn da schon die Löwen Vegetarier sind, dann sollten wir das doch auch sein, steht doch in der Bibel. Tja, was kann man dagegen sagen? Gott erlaubt den Menschen nach der Sintflut ganz explizit, dass sie Fleisch essen und dafür Tiere töten dürfen. Haben die zwar schon vorher auch gemacht, aber jetzt gibt sozusagen das offizielle Okay. Und ist Gott nicht selbst ein Fleischesser? Habt ihr mal drüber nachgedacht? Warum wurden denn im Tempel in Jerusalem so viele Tiere geschlachtet? Und schauen wir ganz an den Anfang der Bibel. Da opfert Kain Gott sein Getreide und Abel Gott sein schönstes Lamm. Und das Opfer von Abel nimmt Gott an, das Opfer von Kain nicht. Das ist doch der letzte Beweis. Gott selbst findet den Fleischgeruch besser als den verbrannten Gestank von irgendeinem Stück Stroh. Von so einer kümmerlichen Pflanze. So, ich habe jetzt mal ein bisschen übertrieben, vielleicht habt ihr das gemerkt. Was will ich damit verdeutlichen? Ich will verdeutlichen, dass sich mit diesen Fragen in der Gemeinde Gottes doch sehr gut streiten lässt. Und ich will euch damit verdeutlichen, wie das dann aussieht. Und damals wie heute geht das. Ich will euch zeigen, dass die Bibel nicht unbedingt uns immer hilft, zueinander zu finden. Nur weil wir die Bibel haben und lesen, kommen wir nicht unbedingt immer zusammen. Die Bibel ist in so vielen einzelnen Fragen keineswegs eindeutig. Und manchmal lässt sie sogar bewusst mehrere Schlüsse zu. Und das führt mich zu einem Gedanken. Es kommt offensichtlich in der Gemeinde nicht darauf an, einer Meinung zu sein. Und ich denke, darauf will uns auch der Predigttext hinweisen. Ein erster Gedanke. Gottes Gemeinde kennt und respektiert sich. Was hat es mit diesem Götzenopferfleisch da in Korinth auf sich? Also da ist die junge Gemeinde in Korinth und die leben im griechischen Umfeld. So, griechische Kultur, da gibt es die vielen Götter, die kennt ihr so, Zeus, Jupiter und wen auch immer, ganz viele. Und in Korinth stehen auch tatsächlich immer noch Tempel zur damaligen Zeit, wo diese Götter verehrt werden. Und auch diese Götter bekommen Tieropfer. Und ein nachhaltiger Gedanke von damals ist, das Fleisch von diesen Opfern, also von den Tieren, die da geschlachtet werden, das schmeißt man ja nicht weg. Und die Priester, die da gedient haben, waren nicht so viele, dass die alle davon essen konnten. Was hat man also gemacht? Das wurde, wie bei uns, nach einem Gemeindefest alles schön in Dosen abgepackt und mit nach Hause gegeben. Oder auf dem Markt verkauft. Schlicht und einfach. Also es wurde wiederverwendet, das finde ich gut. Das führt aber jetzt die Christen damals in eine Zwickmühle. Wenn sie bei Fremden eingeladen werden, wissen sie nicht, ob das Fleisch, das da auf den Tisch kommt, von so einem Tempelopfer stammt oder das Fleisch sogar, was sie auf den Markt kaufen, ob das aus so einem Tempelopfer stammt oder nicht. Und es gibt einige, die sagen, wir wollen das dann nicht essen. Also sozusagen
Vegetarier aus zwingenden Gründen, die sagen, ich kaufe dann lieber gar kein Fleisch, weil ich nicht weiß, wo das herkommt. Genauso argumentieren Vegetarier ja heute auch. Man weiß nicht, ob es aus Massentierhaltung kommt. So, also kaufe ich lieber gar keins mehr. Und genauso ging es den ersten Christen. Und dann gab es aber die, die gesagt haben, sag mal, ihr seid doch blöd. Wir glauben doch an einen Gott. Und alles andere, alle Götzen und alle, wie sie da stehen, Jupiter und Zeus, das sind doch Steine. Das ist doch witzlos. Warum räumt ihr diesen Steinen so viel Macht ein, dass die euch euer Essen verbieten dürfen? Und diese Christen haben gesagt, wir können das doch guten Gewissens essen. Was soll uns denn passieren? Unser Gott ist eh stärker als alles, was wir kennen. Also was sollen die uns tun? Was soll denn da passieren? Und ihr merkt, irgendwie haben beide so ein richtiges Anliegen und ein wichtiges. Und dadurch kommt es zum Streit in der Gemeinde. Es gibt eine Spaltung in zwei Lager plötzlich, in die, die Götzenopfer Fleisch essen und die, die es nicht essen. Und es ist gut möglich, dass wir das in der Bibel heute überliefert bekommen haben, weil Leute aus Korinth den Paulus geschrieben haben und gesagt haben, du Paulus, wir wollen mal deine Meinung dazu hören. Sag uns doch mal, was du über diesen Streit denkst. Wir haben doch recht, oder? Wir haben doch die richtige Meinung, oder? Also sie wollen sozusagen eine Bestätigung von dem großen Apostel. Spannend finde ich, dass er darauf nicht direkt eingeht. Also Paulus tappt jetzt nicht in die Falle, sich hier auf eine Seite zu schlagen und sagen, jo, genau das ist richtig und so wie ihr es macht, ist es falsch. Nein, er bringt beide Positionen in eine Beziehung zueinander. Und er ermahnt die, die sich mit der größten Freiheit bewegen, ermahnt, gebt Acht auf die, die diese Freiheit nicht haben. Es geht hier nicht um die richtige Erkenntnis, es geht nicht ums richtig und falsch sein in der Gemeinde. Es geht erst einmal um gegenseitigen Respekt. Versteht ihr, warum die das ablehnen? Und ihr, die das ablehnt, versteht ihr, warum die anderen sagen, wir können das machen? Es geht darum, den anderen kennenzulernen und zu verstehen. Warum kommt er oder sie zu dieser Meinung? Warum kann er oder sie das begründet auch anders sehen als ich? Und dann passiert etwas, wenn wir unsere Stärken und Schwächen gegenseitig kennen und darum wissen, dann können wir auch besser Rücksicht aufeinander nehmen. Also wenn ich weiß, dass der andere Schwierigkeiten damit hat, dass ich hier vorne auf der Kanzel stehe und eine Buddel Bier kippe, dann lasse ich's. Ich hätte damit kein großes Problem, aber es sendet ein schiefes Bild. Und genau das ist das, worauf Paulus auch hinweist. Ja, ihr habt vielleicht die Freiheit, das zu machen, aber nehmt Rücksicht aufeinander. Niemand steht mit seinen Stärken und Schwächen und auch mit seiner Meinung besser da als der andere. Das ist auch etwas, was uns dieser Bibeltext sagen möchte. In unseren Leitgedanken heißt das dann, in Gottes Augen ist jeder gleich viel wert. Paulus schreibt es hier. Ein Nahrungsmittel kann nicht dazu führen, dass man vor Gott besser oder schlechter dasteht. Ein Auto kann dazu nicht führen. Ein Schlüsselanhänger kann dazu nicht führen. Es ist wichtig, was wir damit machen. In der Gemeinde geht es um Menschen und nicht um Sachwerte. Es geht um die richtige Liebe, nicht um die richtige Ansicht. Und überhaupt, und das finde ich spannend, weil Paulus das hier sehr stark betont, gibt es nur eine Wahrheit in der Gemeinde. Jesus Christus. Nur da, an dieser Stelle, gibt es nichts zu interpretieren. Und deshalb ein zweiter Gedanke. Gemeinde Gottes hat nur ein Bekenntnis und einen Herrn. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, aber wenn ich so jetzt auch mal hier in den Raum gucke, dann stelle ich fest, es gibt doch eigentlich von vornherein in Gemeinden mehr, das uns trennt, als was uns vereint. Wir sind unterschiedlich alt, wir haben Unterschiedliches erlebt, wir kommen aus unterschiedlichen Familien, wir kommen sogar aus unterschiedlichen Ländern. Wir haben eine unterschiedliche Hautfarbe,
unterschiedliche Geschlechter. Also es gibt so viel, das uns voneinander unterscheidet erst einmal und so wenig, was uns auf den ersten Blick vereint. Letztlich ist es in der Gemeinde tatsächlich nur dieses Bekenntnis, das uns vereint. Kurz und knapp. Paulus schreibt das. Einer ist Gott der Vater, von dem alles kommt und zu dem wir unterwegs sind. Und einer ist der Herr, Jesus Christus, durch den alles geschaffen ist und durch den wir das neue Leben erhalten. Das könnte unser christliches Glaubensbekenntnis sein. Und das würde ausreichen. Ich kenne das aus einer anderen Religion, aus dem Islam. Da gibt es ein sehr, sehr, sehr kurzes Glaubensbekenntnis. Das heißt, oder es lautet, es gibt nur einen Gott, Allah, und Mohammed ist sein Prophet. Kann man sich gut merken, oder? Das war's. Mehr brauchst du im Islam nicht zu wissen und zu behalten, um ein Muslim zu sein. Und mehr brauchst du im Islam auch nicht zu sagen, um ein Muslim zu sein. Nach islamischer Lehre reicht es, dieses Bekenntnis zu sagen und man ist Muslim. Fertig. Nicht mehr und nicht weniger. Und wir müssen nicht unbedingt uns dieses Glaubensbekenntnis zu eigen machen, aber ich finde es gut, sich das zu eigen zu machen, dass man so ein knappes Glaubensbekenntnis hat und dass es nicht mehr braucht. Wieso machen wir uns das oft auch so schwer? Unser Bekenntnis ist so einfach. Es gibt nur einen Gott, den Vater im Himmel, und sein Sohn Christus ist unser Erlöser und Herr. Und das ist die christliche Wahrheit. Nicht mehr und nicht weniger. Und das Spannende ist, diese christliche Wahrheit verbindet uns auch mit ganz vielen Christinnen und Christen überall auf der Welt. Und ich weiß nicht, ob ihr euch mal so andere christliche Gemeinschaften anguckt auf der Welt und wie die so ticken und ob ihr dann sagen könnt, das ist mein Bruder und das ist meine Schwester. Egal welches Alter sie haben, egal welche Hautfarbe, egal welche Nationalität, egal welche Konfession, egal welche Ansicht. Um es mal deutlich zu machen, ja, ich muss es ertragen, dass in Amerika Christen Donald Trump wählen. Ich muss es erst einmal ertragen. Was mich mit denen verbindet, ist dieses Bekenntnis und nicht mehr und nicht weniger. Und die Christen in Amerika müssen es ertragen, dass ich in einem unfairen sozialistischen Gesundheitssystem lebe und davon profitiere, in dem jeder behandelt wird, der krank ist. Und nicht nur die, die sich's leisten können. Das müssen die ertragen, dass das so unfair und sozialistisch bei uns zugeht. Wir müssen das ertragen und die müssen das bei uns ertragen. Das bedeutet aber nicht gleichzeitig, dass wir alles stillschweigend hinnehmen müssen. Vielleicht ist das auch ein Gedanke, der euch bei der Lesung zusammenzucken ließ. Paulus sagt, ich versuche jedem zu gefallen. Wir haben ja so ein tolles Sprichwort, wer für alles offen ist, ist nicht ganz dicht. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht darum, sich Leuten an den Hals zu werfen und sich selbst zu verbiegen, nur damit man Anerkennung findet. Darum geht es auch nicht. Es geht genau um diesen Respekt, zu verstehen, wie der andere tickt. Und dann an den Stellen, wo derjenige schwach ist. Also ich finde es ja bezeichnend, dass Paulus hier von Stärkeren und Schwächeren redet. Also er sagt, die, die in Korinth das erkannt haben, dass man Götzenopferfleisch essen kann, ohne dass da was passiert, das sind die Starken, die haben die Erkenntnis. Aber was machen die mit ihrer Erkenntnis? Die kloppen die Schwachen um die Ohren und sagen, ihr müsst das auch so sehen. Aber Paulus sagt, nein, ihr Starken, ihr müsst die Schwachen schützen. Also warum hast du Muskeln? Nicht um den anderen eine runterzuhauen, sondern um seine Tüte zu nehmen und die zu tragen. Weil er es nicht kann. Weil er dafür zu schwach ist. Dafür hast du Muskeln. So beschreibt Paulus das. Also darum geht es. Es geht darum, einander zu ertragen. Aber das bedeutet nicht, dass wir alles stillschweigend hinnehmen müssen und dass wir schweigen müssen zu Dingen, die uns nicht gefallen, sondern im Gegenteil. Ich lese aus diesem Bibeltext, dass wir das uns sogar sagen sollten, wo wir unterschiedlicher Meinung sind, damit wir voneinander und umeinander wissen.
Aber wir sollten das eben nicht bewerten in besser und schlechter. Also das ist auch das Spannende. Paulus sagt, ihr Starken in Korinth, ihr seid nicht die Besseren. Im Gegenteil, ihr seid sogar die Schlechteren, weil ihr eure Stärke falsch einsetzt. Also er bringt es in Verhältnis und er zeigt auf, was die oberste Priorität ist. Nicht die Erkenntnis, sondern die Liebe. Nicht die Starken, sondern Christus. Und ich weiß nicht, wie es euch dabei in der Vergangenheit gegangen ist. Oft geht es ja so, dass wir uns lieber die Bibel um die Ohren hauen, anstatt gemeinsam und mit Respekt sie zu lesen und die unterschiedlichen Interpretationen da drin erst einmal stehen zu lassen. Es ist auch einfach, Leute, die anders denken, lieber auszugrenzen, weil das unbequem ist, was sie sagen. Aber gerade unsere heutige Mentalität, Menschen auf dem Handy zu sehen und wegzuwischen, wenn sie uns nicht gefallen, die führt uns dazu, dass wir Menschen aus unserem Leben aussortieren wie Klamotten aus dem Schrank, die nicht mehr schick sind. Und ich weiß nicht, ob das dem Ganzen gerecht wird. Also noch einmal ein anderer Leitgedanke, der das zusammenfasst. Es gibt so viel, was uns voneinander unterscheidet und so weniges, was uns scheinbar von außen verbindet, dass wir sagen, wir wollen Verbindendes betonen und nicht Trennendes. Denn, und das ist ein letzter Gedanke, die Gemeinde Gottes zertrennt sich nicht und schützt die Schwachen. Das ist das, was wir bei Paulus aus diesem Text mitnehmen können. Stärke ist immer dazu da, um Schwäche auszugleichen, nicht um noch stärker zu werden oder um die Schwachen noch schwächer zu machen. Es geht immer um ein Ausgleichen. Und deswegen, in der Gemeinde gesagt, entweder ergänzen wir einander oder wir begrenzen einander. Wenn wir uns kennen und schätzen, dann können wir unsere Stärken nutzen, um unsere Schwächen zu tragen und zu ertragen. Das ist dieser dritte Leitgedanke. Wir brauchen einander. Ich bin davon überzeugt, dass wir Menschen das brauchen. Wir brauchen andere Menschen, die uns ergänzen. Und zwar nicht, damit das passiert, was wir gut finden. So könnte man ja auch denken. Also ich habe da eine Schwäche und jetzt brauche ich jemanden anders, der da stark ist, damit das bei mir sozusagen ausgeglichen wird. Das ist ja auch so. So, dann hole ich mir Menschen, die das können, was ich nicht kann, und das dient mir dann sozusagen. Also das ist der falsche Weg, sondern es sollte andersrum sein, dass wir unsere Stärke freiwillig da geben, wo wir bei anderen Schwäche sehen. Liebevoll und im Respekt miteinander. In der Bibel wird Gemeinde deshalb als so ein gut funktionierender Organismus beschrieben. Manchmal als Pflanze, die Säfte austauscht, also ihr kennt das von so einem Baum, der muss aus dem Boden Wasser holen und der hat so Kapillaren, wo das durchgeht und wo eine Verbindung da ist und dann geht das bis oben in die Blätter. Da ist ein Kreislauf. Aber ihr wisst auch, was passiert, wenn dieser Kreislauf unterbrochen ist. Da stirbt dann das Gewebe ab beim Baum. Dann vertrocknet er und stürzt zum Schluss um. Also ich würde zusammenfassen, wo Gemeinde das nicht versucht, in dem Sinne miteinander umzugehen, wie Paulus das hier beschreibt, da ist die Gefahr, dass sie zerfällt und sich zersetzt. Und Jesus Christus benutzt dafür auch drastische Bilder. Er sagt, ein Baum, der keine Frucht bringt, wird abgehackt und landet als Brennholz im Ofen. Für was anderes ist dieser Baum nicht mehr zu gebrauchen. Paulus hat da das deutlich schönere Bild, wie ich finde. Er beschreibt Gemeinde als einen gut funktionierenden Körper. Wir alle haben noch einen so mehr oder weniger gut funktionierenden Körper. Mit Blutkreislauf, da ist alles oder zumindest vieles noch intakt. Und Paulus sagt dann, das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und der Kopf kann nicht zum Fuß sagen, ich brauche dich nicht. Das sagt Paulus im Korintherbrief auch, um der Gemeinde genau das klarzumachen. Wir brauchen einander. Es braucht in der Gemeinde Menschen, die Dinge sehen, bevor andere sie sehen.
Und es braucht in der Gemeinde Menschen, die anpacken. Und es braucht in der Gemeinde Menschen, die im wahrsten Sinne des Wortes verdauen, die versuchen, all das, was so läuft, zu verarbeiten und da was Gutes draus entstehen zu lassen. Aber nicht jeder muss das tun, sondern viele verschiedene leisten da ihren Beitrag. Und ich bin froh darüber, dass wir das so auch erleben und versuchen. Ich bin froh darüber, über jedes Gespräch, das ich mitbekomme, in dem wir versuchen, Dinge zu erklären und richtigzustellen, uns zu erklären, aber auch versuchen, einander zu verstehen und zu respektieren. Ich bin froh um jeden Tag und jede Minute, wo ich das erleben darf. Und ich lade euch dazu ein, das weiter zu tun, weiter zu fokussieren sozusagen. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf, dass letztlich Jesus Christus es ist, der uns hier alle zusammenbringt. Deshalb fasse ich zusammen, die Gemeinde Gottes ist ein bunter Haufen Menschen, die letztlich nur eins gemeinsam haben, ihren Glauben an Jesus Christus. Daher haben ihre Mitglieder Respekt voreinander, Vertrauen ineinander und Verantwortung füreinander. Ich wünsche euch Gottes Segen dabei, genau das immer mehr und mehr auch einzuüben und zu verfolgen. Amen.